Hallo und herzlich willkommen zur Dienstagspolitik mit der wundervollen Romy Höhne. Und mit dem großartigen André Lampe. Hallo André, hallo alle zusammen. Hallo, einen schönen guten Abend. Aber es haben sich im Hintergrund, wir werden einen Gast haben, aber allerdings jetzt nicht mehr am 2. April, sondern am 9. April. Und wenn die finale Zusage da ist, dass das klappt mit dem 9. April und einem Gast, habe ihm eben nochmal geschrieben, wenn ich darauf eine Antwort bekomme, dann werde ich es auch sofort ankündigen. Ich finde ein sehr, sehr passendes Thema für den Channel mit Politik und mit Gaming hat es zu tun. Und wir loggen uns ein. Leute, was ist hier los? Wir wollen fertig werden. Okay, also Abraham Goldfels, wissen wir jetzt, ist verstorben und hieß eigentlich Gunther Arons. Richtig, genau. Und was wir nicht wissen ist, wer hat dann die E-Mails geschickt in den Namen von Abraham Goldfels? Die, ja. Und wer hat mit den Leuten interagiert? Weil der ist ja, Gunther Arons ist schon im Dezember 16 gestorben, vor 4 Monaten. Ja. Und weißt du noch, wie fassungslos wir waren, dass nach all dem, was wir von Abraham Goldfels wussten, dass dann trotzdem die Frau gestorben ist, also dass sie irgendwie in dieser Radikalisierung, das fühlte sich ja an, wie durch ihn nochmal bestärkt worden ist. Ja. Und dann, das war glaube ich das vorletzte Mal, oder? Oder das schon das Mal davor, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Und dann beim letzten Mal stellt sich raus, dass Abraham Goldfels eigentlich Gunther Arons hieß, seine Frau verlassen oder seine Familie verlassen hat, um, wie sich dann rausstellte, seine Sexualität frei leben zu können. Ja. Um dann auch noch da angegriffen zu werden in diesem Angelverein. Himmel, Herrgott, er steht auf Männer. Und eigentlich sind wir so klug wie zuvor. Wir wissen nicht, wer die Rolle von Abraham oder wer die Sachen von Abraham Goldfels übernommen hat. Ja. Und wir haben jetzt, ich glaube, das war im Listener, ein Geschenk für dich. Der Angriff auf Orwell hat gefunzt, aber nicht lange. Und nicht nochmal, jedenfalls nicht so. Habt ihr trotzdem ein Geschenk mitgebracht? Schau mal auf den Thought Web Server. Vorsicht, zerbrechlich. Das war die letzte E-Mail vom Eingeweihten. Und deswegen haben wir hier bei Thought im Überblick eine Überraschung vom Eingeweihten. Das ist auch so ein Handlungsstrang, der jetzt gerade so ein bisschen eingeschlafen ist. Irgendwie, aber das ist auch noch am Start. Ford war einmal kurz offline. Ja, dann machen wir mal Überblick. Ich bin sehr gespannt, was wir für ein Geschenk haben. Heieiei. Oh. Eintrag 10, das Orwell-Projekt. Hm. Na denn? Okay, die Musik ändert sich. Hancock war's. Ja, das hat der Eingeweihte vielleicht in seinem Namen geschrieben, ich weiß es nicht. So, das Orwell-Projekt, veröffentlicht im April 2017 von Hancock. Mit all den... Ja, mit all den neuen Leuten auf unserer Webseite ist wohl eine vernünftige Vorstellung angebracht. Na, hallo zusammen. Wo kommen all diese Leute her? Könnte es daran liegen, dass die verdammt größte Zeitung der verdammten Nation gerade einen Artikel über uns veröffentlicht hat? Ich hätte gar nicht gedacht, dass die noch so viele Leute lesen. Ist schon komisch. Wir haben es immer und immer und immer wieder versucht, unsere Botschaft rauszubringen, aber was auch immer wir angestellt haben, es war nicht genug, um eure Aufmerksamkeit zu erregen. Und jetzt kommt ihr direkt zu uns nach Hause marschiert, zwar ungebeten, aber immerhin. Willkommen. Bienvenue, welcome. Jetzt, wo ihr gerade mal da seid, lasst uns ein bisschen plaudern, okay? Ich habe hier jemanden, der euch verdammt gerne kennenlernen würde. Okay. Welt, lernt meinen guten Freund Benjamin Costigan kennen. Benjamin, das ist die Welt. Auf den ersten Blick wirkt Benjamin wie ein korrekter Typ, nicht?
Er ist 32, also in seinen besten Jahren, lebt in einem gemütlichen Haus, hat sogar eine schwangere Verlobte namens Amy Peters. Ihr werdet nie erraten, welches furchtbare Geheimnis er hat. Nun, Benjamin hier ist ein Regierungsagent in einem Projekt, das sich anscheinend Orwell nennt. Nie davon gehört? Nicht überraschend. Ich auch nicht, weil sie nicht wollen, dass wir davon wissen. Zumindest noch nicht. Orwell macht es unglaublich einfach, euch alle auszuspionieren mit nur ein paar Mausklicks. Gewöhnliche Menschen, die aus der ganzen Welt rekrutiert werden, lassen die Mausklicks so aussehen, als sei alles nur ein Spiel. Dann gibt es noch Benjamin. Er ist derjenige, der ihre Daten empfängt, sich diese akribisch ansieht und sagt, der da, das ist der, den wir ins Gefängnis stecken werden. Das ist das Leben, das wir zerstören werden. Klingt nach einem ziemlich guten Job, was? Ich scrolle mal kurz hoch. Ist das Symes? Das könnte Symes sein, finde ich. Jetzt fragt ihr zu Recht, woher hat dieser Hancock diese Informationen? Die Antwort lautet, aus dem Orwell-Projekt selbst, denn das Ding ist nicht einmal sicher. Nein, ich erwarte nicht, dass ihr mir einfach so glaubt, stattdessen habe ich eine bessere Idee. Fragt Benjamin. Ach, stimmt ja. Ich hätte fast vergessen, dass ihr ihn gar nicht kennt. Kein Problem, hier ist seine Adresse. Oak Drive 34 7X-67 Farview. Wärt ihr so freundlich und besucht ihn, um ihm meine besten Grüße zu übermitteln, das wäre sehr zuvorkommend. Wir kümmern uns derweil um die Bastarde, die auf der anderen Seite dieses Orwell-Projekts sitzen, die alle eure persönlichen Dateien durchsuchen und grinsen, während sie sich eure Dickpics ansehen. Thought ist euer Freund. Wir schnappen sie uns für euch, versprochen. Die Gedanken müssen wieder frei sein. Hancock, keine Kommentare. Der Eingeweihte kann den Schreibstil von Harrison O'Donnell sehr gut channeln, falls er das geschrieben hat. Oder hat Hancock das selber geschrieben? Weil in der E-Mail stand ja, der Eingeweihte hat eine Überraschung für Hancock. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich bin gespannt, was passiert. Noch passiert hier nichts. Ein guter Freund, Benjamin Costigan. Müssen wir das bei Harrison O'Donnell hochladen? Oder beim Eingeweihten? Nee, zu Orwell hochladen. Ja, weil es ein guter Freund, Benjamin Costigan. Hallo. Ich bin nicht befreundet, Warum bin ich? Wo kommt das her? Ich werde Ihnen Freigabe erteilen, mehr zu sammeln, wenn es mehr gibt. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Was musst du wissen? Benjamin Costigan? Hä? Verstehe ich nicht. Also, das ist er, oder? Ja, er hat gerade ein eigenes Profil für sich angelegt. Dass wir mehr sammeln sollen, oder? Eine schwangere Verlobte? Ja. Also, ich würde vermuten, dass er jetzt gerade die Freigabe erteilt hat, um die Informationen zu bekommen, die wir jetzt vor uns sehen, damit er weiß, wie groß die Bedrohungslage für ihn ist. Und gegebenenfalls noch mehr Freigaben erteilt, wenn genug Informationen da sind. Ja, dann würde ich sagen, erstmal das Bild. Nein! Jetzt merkt er, wie es ist, oder was? Mhm. Eine schwangere Verlobte namens Amy Peters. Es wird mir wieder nicht angezeigt. Ach, gut. Ich würde jetzt einfach bei ihm echt alle Informationen hochladen. So einfach nur, um zu zeigen, so ist es übrigens. Darüber regen wir uns die ganze Zeit auf. Nein, nein, nein.
Übrigens aber fürs Protokoll, ne? Auch wenn es Symes ist, der immer falsch ausgesprochen wird, finden wir das trotzdem alles nicht gut. Benjamin hier ist ein Regierungsagent in einem Projekt, das sie anscheinend Orwell nennen. Mal gucken, wie viele Neins es jetzt werden. Wie kann das sein? Das darf doch nicht wahr sein. Ich muss nach Hause, sofort. Ach du Scheiße, ja. Wir haben ihn ja gerade gedoxt. Achso, nee, wir haben ihn nicht gedoxt. Harrison O'Donnell, beziehungsweise der Eingeweihte, hat ihn gedoxt. Und wir haben ihm das nur mitgeteilt, dass das passiert ist. Ich wollte gerade schon sagen... Er wollte es wissen. Ja. Deine Adresse jetzt eigentlich auch blau unterlegt? Nö, doch. Wird sie? Jetzt. Laden wir die hoch? Ja. Okay. Da haben wir die Adresse. Und jetzt? Mehr haben wir nicht. Nee, mehr haben wir nicht. Ich muss mal kurz... Nee. Es eskaliert hier jetzt gerade ganz doll. Ach so, hier oben blinkt. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Ich mache uns noch mal kurz groß. Hier oben pulsiert das Rausgeh-Dingsi-Bumsi. Verrückt. Nein. Wollen wir noch irgendwas hochladen eigentlich? Wir haben ja nichts mehr, oder? Ja, wir haben noch, aber ich meine, er, Benjamin Costigan, a.k.a. Symes, ist ja jetzt gerade nach Hause geflüchtet. Das stimmt. Eigentlich können wir auch gehen, Feierabend machen. Ja, und eigentlich haben wir nichts mehr offen. Also ich meine, hier ist hier noch irgendwas blau? Nee. Hierbei ein Geschenk für dich. Wir könnten, Angriff auf Orwell hat gefunzt, das will ich aber nicht hochladen. Ja. Ansonsten haben wir hier im Listener noch, wir haben eine helfende Hand. Da haben wir, ich werde keine zusätzlichen Informationen der Aktivistengruppe Thought liefern. Das finde ich auch gut, dass wir das nicht tun. Und Insider, okay, Desktop. Okay, ist das jetzt, das ist Zufall, dass da jetzt noch was ist, oder? Ja, ich glaube, wir haben beim letzten Mal war es auch irgendwie so, dass es dann immer noch angezeigt worden ist, obwohl nicht wirklich was passiert ist. Ja, genau. Hier ist auch nichts Neues. Grüße von der Copacabana, ja, das ist, da ist nichts Neues. Ja, Gerät offline. Ja, dann drücken wir mal, dann verlassen wir mal das. Ja. Anhand der von Ihnen übermittelten Daten haben wir Folgendes erfahren. Ja, man kann hier das ziehen. Global. Abraham Goldfels musste gefunden werden. Wir hatten Hinweise darauf, dass Abraham Goldfels die Bombenanschläge von Bonden angeregt hat. Wir mussten ihn finden. The Nation TNB. Achso, das ist die die Zeitung. TNB verdächtigt Ford der Anschläge. André, ja? Kannst du uns mal wieder klein machen? Oh, ja. Entschuldigung. Danke. The National Beholder hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie behauptet wird, Ford stecke hinter den Bondener Bombenanschlägen. Ford bei Öffentlichkeit verhasst. Ford wurde nach dem TNB-Artikel von der Öffentlichkeit mit Hass begegnet. Angriff auf das Orwell Mainframe. Es kam zu einem Angriff auf das Orwell Mainframe. Zielperson, oh, das ist eine Wortfindung, die mir nicht gefällt. Gunther Arons, er war mit Josef Lengley befreundet. Er wurde von der Regierung wegen einer Verletzung seines Arbeitsvertrags durch Abwesenheit verklagt. Er litt an unheilbarem Krebs im Endstadium. Anscheinend hat er seinen Namen von ehemals Gunther Arons geändert. Abraham Goldfels war der Name, den er wählte, als er in die Nation einwanderte. Er ist letztes Jahr gestorben, wahrscheinlich an Krebs.
Wir haben sein Haus durchsucht, es liegt in einem abgelegenen Gebiet von Farview und scheint völlig verlassen zu sein. Er wurde 1993 als vermisst gemeldet, er war verheiratet, er scheint seine Familie zurückgelassen zu haben, als er in die Nation einwanderte. Joseph Langley, er hat in der Vergangenheit einen berühmten Fall gegen die Regierung bearbeitet. Er hielt eine Aufforderung, Informationen über Gunther Aarons zu übermitteln. Er verteidigte Gunther Aarons in einem Fall gegen die Regierung. Er war mit Gunther Aarons befreundet. Seine Kanzlei ist in finanziellen Schwierigkeiten. Wir fanden keine Beweise dafür, dass er Nina Maternova finanziert hat. Der Eingeweihte, er war als Praktikant bei Rosen Technologies angestellt. Er ist ein Mitglied von Thought. Juliet Carrington, sie nahm am Kurs von Gunther Aarons teil, nachdem sie online kennengelernt hatten und sie eingeladen hatte. Sie bat um Informationen über das Projekt Demiurg durch ihre Arbeitgeber Rosentech. Das ist auch so ein Ende, was mich noch interessiert, ganz ehrlich. Harrison O'Donnell, er beschuldigte Nina Maternova für die Entgleisung Thoughts verantwortlich zu sein. Er hat persönliche Informationen über Benjamin Costigan veröffentlicht. Benjamin Costigan, seine Identität wurde enthüllt, personenbezogene Daten wurden offengelegt. Nächster Tag. Oh Mann, ey. Oh. Persönlich. Leck mich fett. Catherine Delacroix. Wollen wir uns mal die Orwell-ID aufschreiben? Gerne. Heißt das jetzt übrigens, dass ich sie lesen muss und ich mir eine Stimme ausdenken muss? Wenn du möchtest, finde ich gut. Du musst ja nicht zwangsläufig eine Stimme ausdenken, wenn das nicht eine Sache ist, die du gerne tust. Aber, wie ist denn... André die Orwell-ID aufschreibt, wie ist denn Catherine Delacroix so drauf? Was denkt ihr? Rechtskonservativ, Hardliner, sehr aus dem Law and Order Lager, ein bisschen verblendet mit ein bisschen zu viel Order und ein bisschen zu wenig Law. Weiß nicht. Interessante Beschreibung. Danke. Also, ein bisschen strenger. Schaut ein bisschen wie, ja, Bürokrat durch und durch. Sie erinnert mich vom Aussehen hier an, und jetzt lasst das kurz wirken, falls ihr das nicht gesehen habt, Gillian Anderson, als sie in der Serie The Crown Margaret Thatcher spielt. Falls ihr The Crown noch nicht gesehen habt, würde ich euch ans Herz legen, und tatsächlich gibt es einen Abschnitt, wo Margaret Thatcher dargestellt wird und sie wird gespielt von Gillian Anderson, und ich muss ganz ehrlich sagen, brillant. Sehr, sehr deprimierend bzw. ernüchternd brillant gespielt. Ja, aber daran erinnert sie mich gerade. Okay, dann legen wir mal los. Guten Morgen, Ermittler. Da Ihnen das derzeit mächtigste Untersuchungsinstrument zur Verfügung steht, nehme ich an, dass Sie bereits wissen, wer ich bin. Steht ja da. Sie hingegen waren erstenfalls mittelmäßig. Sie haben das Einkaufszentrum The Circle nicht retten können. Aber immerhin haben Sie wenigstens die Hauptverdächtige gefasst. Sie werden in Zukunft besser sein. Ich werde Ihre neue Anleiterin in diesem Fall sein. Das hier ist viel zu wichtig geworden, um den Fall einem Anleiter mit einer kompromittierten Identität zu überlassen. Symes ist zwar wohl auf, aber nicht mehr geeignet, um bei Orwell zu arbeiten. Von hier an werden wir nicht mehr über ihn sprechen. Was sie angeht, hat er nie existiert. Durch die gestrige Offenlegung Orwells sind Sympathisanten dieser terroristischen Gruppe auf die Straße gegangen. Wir müssen der gesamten Nation zeigen, dass Orwell ihrer Sicherheit dient. Wir werden nicht zulassen, dass ein paar Schwachköpfe mit Füßen treten, was wir bisher erreicht haben. Wir müssen diesen Schwindler loswerden, der vorgibt, Abraham Goldfest zu sein. Finden Sie heraus, wer es ist und wo er oder sie sich versteckt. Nein? Nein? Ah.
Mann! What the fuck? Oh, da ist mir gleich ein bisschen übel geworden. Wir machen weiter. Ja, wir machen weiter. Ich wollte noch auf den Chat eingehen. Ja, tatsächlich, Scully war bei The Crown. Genau, also ich kann das, das ist eine großartige schauspielerische Leistung gewesen. So, dann gehen wir erstmal die Schlagzeilen durch, würde ich sagen, ne? Mhm.